Ja, heute zu Gast in Vaduz ist die Klarinettistin Sabine Meyer. Vielen Dank für Ihren Besuch. Großes Kompliment. Es war ein wunderschönes Konzert. Bin tief bewegt, dass ich das erleben kann. Die Klarinette hat so einen wunderbaren Ton. Und was ich gesehen habe, es war eine für mich größere Klarinette, als ich das üblich kenne. Habe ich das richtig gesehen? Absolut. Also Mozart war sehr befreundet mit dem Klarinettisten Anton Stadler. Und damals war die Klarinette ja noch nicht so bekannt und auch noch nicht so weit entwickelt. Aber durch diese intensive Freundschaft, die sind jeden Tag zusammen essen und trinken gegangen, haben die zusammen quasi auch dieses Instrument entwickelt. Weil Mozart liebte zum Beispiel das Bassetthorn, dieses tiefere Instrument, seinen weichen, sonoren Klang. Und wie zum Beispiel Mozart Requiem oder Titus Arien. Und dann kam der Anton Stadler, dieser berühmte Klarinettist, auf die Idee, lass uns doch ein Instrument entwickeln mit Halbtönen, noch vier Halbtöne in die Tiefe. Normalerweise muss man die Klarinette mit dem Daumen halten und jetzt muss man diese vier Halbtöne jetzt mit dem Daumen spielen, also muss man sie umbinden. Deswegen ist man da mit so einem Bändel immer und dann ist es die Schwierigkeit einfach, dass man es nicht mehr richtig genau in der Hand hat und man muss die Balance finden immer. Also das ist nach wie vor damals auch schon eine Herausforderung gewesen und heute immer noch. Also es tun immer noch viel zu wenige Spielen das Original. Es ist einfach original für dieses Instrument. Ja, es ist wirklich tief beeindruckend und es, ja, es hat wirklich einen anderen Klang, diesen weicheren, dunkleren Klang. Und es hat dadurch natürlich auch einen unglaublich großen Tonumfang. Er hatte die tiefen und die hohen Register oft kompositorisch auch gegenübergestellt. Manchmal ist er in die Tiefe gegangen und hat dann die Cellis weggelassen. Das hatte alles einen Sinn, ja, einen musikalischen. Ja, das Vaduzer Publikum hatte heute Abend wirklich großes Glück, dass Sie hier erleben durften. Es ist zum ersten Mal, dass Sie in Vaduz gespielt haben und zum ersten Mal zusammen mit dem Symphonieorchester Liechtenstein. Genau. Hat es Ihnen Spaß gemacht? Ja, es war irgendwie eine gute Stimmung von Anfang an. Wir haben in der Schule geprobt und er hat sich auch Zeit genommen, was auch nicht immer so ist, dass ein Dirigent wirklich sich viel Zeit nimmt für die Proben und auch in Details mal geht. Und dadurch ist man auch wirklich, hat sich auch vieles entspannt und man ist zusammengewachsen und man hatte das Gefühl, dass das Orchester einfach auch reagiert. Ich bin ja jemand, der sehr spontan sein kann. Und wenn man sich gut fühlt und wenn man merkt, die anderen machen mit und es ist eine Korrespondenz da, dann ist es einfach ein tolles Musikmachen. Ja? Das ist, die Spontanität ist, muss einfach immer, finde ich, da sein. Und wenn man merkt, dass nicht nur das Orchester, auch das Publikum und der Saal, das gehört alles irgendwie, das ist so ein Gesamtgebilde. Genau. Und das ist einfach schön, wenn das funktioniert. Und glaube ich, kann man wirklich sagen, das hat heute Abend sehr funktioniert. Wir haben es gerade vorhin gesehen beim Signieren. Die Leute sind hellauf begeistert. Die haben wirklich was Besonderes heute Abend erlebt. Sie haben ja Mozarts Konzert für Klarinette in A-Dur gespielt. Noch ganz kurz zum Schluss die Frage. Mozart ist natürlich ein Jahrhundertgenie, aber welche Bedeutung hat die Musik für Ihr Leben, für Ihre Arbeit? Ja, Mozart ist einfach irgendwo ein Wunder. Und er hat einfach in seinen Sinfonien, in seinen Opern, in seinen Solokonzerten, war er wegbereitend. Ja? Und das merkt man auch in diesem Klarinettenkonzert und seine Genialität macht das aus. Er hat nie gegen das Instrument geschrieben. Natürlich ist es viele schwer, aber es sind nie irgendwelche krummen Töne, wo man sagt, oh, das ist, diese Verbindungen sind jetzt nicht so angenehm, sondern er erkannte das Instrument einfach so gut und er hat immer speziell auch für jemanden geschrieben, wie für Sänger auch. Er hat ja Arien für diese eine Person geschrieben, weil er genau wusste, was die kann und wie ihre Stimme war, wie ausgebildet, wie hoch oder wie tief sie singen konnte. Und daran erkennt man einfach, wie er gedacht hat und mit welchem Gefühl er an etwas herangegangen ist. Ja, das haben wir heute Abend auch noch einmal gemerkt. Sabine Meyer, herzlichen Dank für das Gespräch jetzt nach dem Konzert noch und für Sie alles Gute und herzlich gerne jederzeit wieder hier in Vaduz und im Taktspielplan. Freut mich sehr. Vielen Dank. Dankeschön.